sich Deutsche macht. Deutsche Schwerter, deutsche Kraft sind der Polen Kämpfgeschütze. Polen wird dann frei, frei von Tyrannei. Tapfer Polen, mutig schwangen sie ihr Flammenschwert. Klangen nur der Freiheit wert. Ach, Verrat hat sie gezwungen, nicht der Feinde Mut. Was durch Schlachten sie errungen, fiel der Habgeburt. Deutsche auf zum Kampf erkoren, scheut nicht schönen Sport. Polens Dränger sind vereinet, Trug ist ihre Macht. Polens Sonne nicht mehr scheinet, Trug ist ihre Pracht. Polens Adler liegt da nieder, ewig glänzt sein Ruhm. Doch gewiss erschwingt sich wieder auf zum Heiligtum. Deutsche Schwerter, deutsche Kraft sind der Polen Kräftestütze. Polen wird dann frei, frei von Tyrannei. Polen wird dann frei, frei von Tyrannei. Noch ist Polen nicht verloren, ist ein deutsches Polenlied, etwa aus dem Jahr 1831, und es ist sehr frei nach dem Dąbrowski-Marsch entstanden. Der Dąbrowski-Marsch ist die Nationalhymne Polens, 1797 bereits entstanden, und die deutsche Version, die wir jetzt hier haben, wie gesagt, sehr frei, ist von der Melodie her schon deutlich verändert, entstand im Kontext des Novemberaufstandes. Der Dąbrowski war General der polnischen Exilarmee im Jahr 1797 eben in Italien. Und damit sind wir eigentlich mitten im Thema, nämlich was machen die polnischen Soldaten da um diese Zeit mitten in Italien und was hat das Ganze mit der deutschen Geschichte zu tun? Das möchte ich in zwei, drei Schritten erklären. Zunächst muss man sich klar machen, Polen-Litauen war so ein Doppelstaat und im 17. Jahrhundert wirklich ein Großstaat, etwa die Größe Frankreichs. Wenn man hier auf die Karte schaut mit den heutigen Grenzen, dann sieht man, dass es weit mehr als das heutige Polen war, das aber nicht vollständig. Und vor allen Dingen Ukraine, Belarus und das Baltikum zu großen Teilen gehörte alles dazu. Dann hat sich Polen-Litauen aber zu einem Staat entwickelt, der man als Adelsdemokratie bezeichnet hat, weil es eben ein sehr schwacher König war und die Adligen sehr viel Macht hatten. Und drumherum die Länder, das sind vor allen Dingen Preußen, Österreich und Russland, hatten eben absolute Monarchien. Und innerhalb von drei Teilungen ist es dann 1795 so weit, dass vom polnischen Staate gar nichts mehr übrig ist. Und damit sind wir ja in dieser Zeit, wo das Lied, das Ursprungslied, der Dąbrowski-Marsch entstand. Die polnische Exilarmee kämpfte auf der Seite Napoleons, von dem sie sich erhofften, dass ein polnischer Staat wieder neu entstehen könnte gegen die absoluten Monarchien. Denn Napoleon hatte ja auch eine ganz andere Vorstellung von Herrschaft als diese Monarchien, die noch sehr stark mit der Idee des Gottesgnadentums was zu tun hatten. Preußen zwar jetzt nicht mehr durch den aufgeklärten absoluten Herrscher, aber die anderen schon noch ziemlich stark. Und da gab es einen Konflikt und deswegen haben sich die Polen auf die Seite Napoleons gestellt, der allerdings nicht wenig dafür eingesetzt hat, dass es wirklich wieder einen eigenen polnischen Staat gab. Also ist Polen ab 1795 geteilt
Und 1830, 31 kommt es jetzt zum Aufstand. Also Novemberaufstand 1830 und dann 1831. Der Zar ist ja offiziell nicht nur Zar Russlands, sondern eben auch König in Polen. Und den setzen sie jetzt einfach ab nach diesem Aufstand, um damit klarzumachen, wir wollen wieder ein unabhängiges Polen erreichen. Und da schwingt von vornherein ein Anspruch mit drin. Hier eine Fahne des Novemberaufstandes mit diesem Gedanken im Namen Gottes für unsere und eure Freiheit. Also diese Idee für unsere und auch für eure Freiheit bezieht sich darauf, dass ja auch viele andere Länder in Europa von Monarchen regiert werden, die teilweise sehr absolut regieren. Und hier kommt der Gedanke, dass das nicht richtig ist und dass ein Volk gemeinsam mit dem anderen aufstehen muss gegen diese unterdrückende Herrschaft. Und die Polen sehen sich jetzt hier als diejenigen, die es eben tun. Auslöser war ja in Frankreich auch die französische Julirevolution des Jahres 1830. Und jetzt geht so ein ja nur kleiner Flächenbrand durch Europa. Aber in Polen, da brennt es sozusagen auch. Da haben wir eben diesen Aufstand jetzt im Jahr 1830. Jetzt konkret zum Lied und zum Text. Wenn es hier heißt, dass deutsche Schwerter und deutsche Kraft die Polen unterstützen sollen in ihrem Kampf gegen die Tyrannei, dann geschieht das durchaus mit einem Hintergedanken, nämlich dass die Deutschen selber das ja vielleicht auch tun könnten. Die Polen, die nach der Niederschlagung dieses Aufstandes flüchten mussten, also viele polnische Freiheitskämpfer flüchteten und kamen auch nach Deutschland, wurden in Deutschland begeistert empfangen. Denn die deutsche Öffentlichkeit hatte natürlich wahrgenommen, dass es in Frankreich eine Revolution gegeben hatte, in Polen jetzt eben auch, aber in Deutschland ist es verdächtig ruhig geblieben. Deshalb empfängt man sie an verschiedenen Stellen wirklich euphorisch und unterstützt sie, wo es nur geht. Hier zum Beispiel aus Frankfurt ein Beispiel, dass da halt eine Lotterie zugunsten der Polen gemacht wurde. Also es war für jeden deutschen Liberalen eine Ehre, einen Polen unterstützen zu können. Und das war etwas, was durch ganz Deutschland geht. Man spricht da von der Polenbegeisterung dieser Zeit. Und der Gedanke ist natürlich der, dass diese Begeisterung zwar ganz schön ist und dass der Blick auf die polnische Situation auch durchaus angemessen ist, aber wie ist es eigentlich in Deutschland? In Deutschland gab es ja dann im Mai 1832 das Hambacher Fest als ein wichtiges Beispiel dafür, dass zumindest mal gefordert wird, dass es Freiheitsrechte gibt, dass vielleicht sogar eine Republik entstehen könnte. Und nicht ohne Zufall haben wir hier ein Bild, wo auch die polnische Fahne ist. Und wenn man heute zum Hambacher Schloss kommt, dann weht da noch immer eine polnische Fahne, einfach im Gedenken daran, dass es natürlich eine wichtige Vorlage war, dass auch in Polen die Revolution losging. Ja, und so kann man sagen, dass der polnische Novemberaufstand der Jahre 1830, dann 1831, auch ein wichtiges Signal ist, ein wichtigen Impuls für das Hambacher Fest. Vielleicht kann man sogar so weit gehen und sagen, ohne den polnischen Novemberaufstand kein Hambacher Fest. Abschließend noch ein Beispiel aus der Kunst. Dietrich Monden malt 1831 das Bild mit dem Titel Finis Poloniae. Die Situation, die dargestellt ist, ist etwas früher, also in den 1790er Jahren, genau 1794. Der polnische Nationalheld Tadeusz Kościuszko soll gesagt haben, Finis Poloniae, also es gibt jetzt kein Polen mehr. Und das stimmt ja nun leider auch wenn er später bestritten hat, das so gesagt zu haben. Und dass gerade 1831 Dietrich Monden dieses Bild malt, wo ja nun wirklich ein großes Mitgefühl beim Betrachter erzeugt werden soll, auch das ist wieder kein Zufall. Es geht eben durch solche Bilder und auch durch solche Lieder, wie wir sie hier gehört haben, darum, die Idee von Revolution und vom Kampf um Freiheitsrechten nach Deutschland zu tragen. In diesem Sinne ist dieses Lied und sind die Polen ein Vorbild für die Deutschen, um ihre Freiheitsrechte zu kämpfen.